The Awesomeness Continues. Dann continue du mal in Richtung Levelausgang. Traust dich nicht vorzugehen? Nee, irgendwie nicht. Ich hab's ein ungutes Gefühl heute Morgen im Urin gehabt, deswegen lass ich dich lieber vor. Wir müssen aufpassen, hier sind zwei von den Viechern gleichzeitig. Jo! Das ist ein Vierer hier, müssen wir aufpassen. Oh, Andi erreicht Level, sehr schön. So wie das sein muss. Da werde ich gleich ohnmächtig, wenn du den Level erreichst. Das geht gar nicht. Bei all der Sex. Ja, bei all der Sexiness. Capoeira-Style. Bam! Power Ranger-mäßig. Warte. Komm schon. Kein Dorn, bitte. Ich bearbeite ihn von hier unten schon mal. Dankeschön. Wenn es gehen würde. That's what she said. Oh Mann. Wir haben gerade einen guten Lauf, glaube ich, was Wortwitze angeht. Mal gucken. Könntest du mich bitte mal hier... Dankeschön. Oh. Ich habe nur noch 1 HP, warte. Oh. Wenn man vergiftet ist, kann man nicht sterben davon. Das hört dann bei 1 HP auf. Zack. Aber man merkt, wir haben echt nicht groß rumgelevelt oder so. Also ich bin hier noch nie so geraped worden in diesem, sag ich mal, ersten kleinen Dungeon. Das ist echt übel. Aber dann wird's auch spannender, sag ich mal. Warte, noch nicht? Jetzt. Ja, genau. Oh, der Arsch hat dich weggeblockt mit dem Angriff. Die Sau. Gibt's eigentlich jetzt für jeden Erfahrung dann? Also, wenn es verdoppeln, dass... Ja, es ist immer wieder ein neuer Gegner. Und okay. Immer, es gibt aber... Ich weiß es nicht genau. Aber es gibt, glaube ich, immer einen, der kann das mit dem Verdoppeln. Und wenn man den tötet, dann können die anderen beiden quasi nichts mehr machen. Oder es können doch alle, es kann auch sein. Aber wie du siehst, mit denen kann man sich im Notfall, im schlimmsten Fall lange beschäftigen. Ich merk's gerade. Und die können auch ganz schön reinhauen. Scheiße. Immerhin ziehen die nicht so rein mit der Angriff. Ja. Bam. Stirb endlich. Ewiger Kampf gegen die hässlichen Schleimbatzen. Ah, sehr befriedigend, wenn die sterben und dieses Biu Biu. Bam, so. Wunderbar. Hätten wir es gehen. Oh, hier geblieben. Andi, der Treasure Hunter. Fuck. Oh, fuck. Nein! Meine Arschhaare wurden angeflemmt. Scheiße. So, hier finden wir was Nützliches. Du nimmst den anderen Gegner! Vollkommen nützlich. Wieso wird eigentlich das Gesicht von denen blau, wenn wir die schlagen? Ist es das? Oh, erstmal trinken jetzt. Mach du mal. Ja, das ist ein Item, was wir immer mal gebrauchen können, wenn es uns mal wieder kacke geht. Oh yeah! Was ist das? Das ist das Fluchtseil von Pokémon, nur unendlich. Okay. Unendlich mal? Ja. Das sah aber gerade eher aus wie eine Schlange, oder? Ja, deine Hosenschlange vermutlich. Let's go! Nee, aber wenn wir mal richtig kacke sind und lieber flüchten wollen, ist es ganz gut. Es gibt nämlich in dem Spiel keine andere Möglichkeit. Aber das Ding kann man ja unendlich benutzen. Oh nein, der Schleimbatzen ist zurück. Verdammte Kacke. Aber guck mal, ganz ehrlich, erinnert so ein bisschen an Dragon Quest. Beziehungsweise Akira Toriyama. Oh, du hässliches Drecksvieh. Das haut rein, ey. In der ewigen Hölle. Aber wir sollten viele Level erreichen, so schwach wie wir noch sind, bei den starken Gegnern. Hua! Ah. Können doch mehrere, haben gerade alle diese Teilungsbewegung gemacht. Oh, ey, meine Trefferquote ist auch noch nicht so berauschend. Awesome. Wir kämpfen uns den Weg frei hier. Ja. Und jetzt werden sie in die Mangel genommen, oder auch nicht? Komm schon. Zeit zum Rapen. Bam, bam, bam. Boah, hey. Dein Schwert ist besser, glaube ich. Das trifft dann noch besser. Ja, warte. Ah, Arschloch. Am besten immer dein. Ich geb dir mal was. Warte. Noch hab ich Gift. Ja, aber du. Achso, ja, dann geh weg kurz. Ich greife jetzt einfach erstmal nicht mehr an. Bis mein Gift raus ist. So. Warte doch erstmal. Wenn du mich jetzt heilst, jetzt. Das Ding ist nämlich, achte mal drauf, dein Level 1 Aufladeding hat so einen kleinen Ansprung. Dass du immer so ein bisschen eine Entfernung zum Gegner hast. Weil da ziehen sie dich immer aus dem Angriff raus, wenn du direkt vor ihnen nur springst. Genau. Okay. Perfekt. Das ändert sich ja, die nächsten Levelangriffe sind ja ganz anders, denn... Später wirbelst du mit deinem Schwert nur so durch die Gegend, denn... Richtig awesome. Ja, boah, Alter, du Drecksau, ey.
Man sieht das echt. Das kann echt ein ewiger Scheißkampf werden. Aber im Prinzip ist es gerade so ein bisschen leveln. Genau. Habt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack? Wie die optionalen Parts irgendwann werden. Das teilt sich jetzt nicht. Und wenn Andi ein guter Witz einfällt, darf er ihn jetzt sagen. Hab ich schon erzählt. Wo ist der Unterschied zwischen dir und Jesus? Märtyrer? Nee. Das war der Bus. Das war, was haben Jesus und der VW-Bus gemeinsam? Beide sind Märtyrer, nein. Wo ist der Unterschied zwischen dir und Jesus? Keine Ahnung. Gesichtsausdruck beim Nageln. Ah ja, stimmt. Yay! Damit haben wir unsere ganzen religiösen Leute verloren. Ach, die Fundamentalisten, die beschweren sich hier immer. Und um ganz kurz mal einen sehr, sehr passenden Satz zu zitieren. Wenn du mit einem Christen über das Christentum redest, ist es so, wie wenn du mit einem Huhn Schach spielst. Du kannst so gut in Schach sein, wie du möchtest, aber das Huhn wird trotzdem noch auf den Tisch scheißen, rumlaufen, als hätte es gewonnen. So, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich nach rechts gehen sollen, weil ich weiß, was da kommt. Nein! Nein! Laufen wir ein. Ach komm. Komm, wenn wir einmal durchgehen, ist ja nur, wir gehen ja nicht ständig durch. Ja, aber dann, genau. Dann killen wir auch alle Gegner. Bioschleim übrigens heißt das. Du machst das, ne? Aber da können auch nur maximal 3 kommen, oder? Ja, klar. Das wäre noch schlimmer, wenn das so ein Multiplikator unendlich wäre. Das gab's bei Faster's Quest. Auf dem, wer es kennt, auf dem NES, meine ich. Da konnte sie unendlich verdoppeln. Okay. Das waren so Ballongegner. Wer das Video vom Angry Video Game Nerd kennt, der... Der wahrscheinlich ein What the fuck? Genau. Wie James das halt eben immer so macht. Ich liebe es. Oh ja. Mal sehen, wenn Andy dann sein Mario-Hackspiel spielt, dann wird er wahrscheinlich auch so ausrasten. Wie heißt es? Das heißt, Catman Mario. Genau. Mir fällt gerade der offizielle Name davon nicht ein. Reicht ja, um Werbung für dich zu machen. Ja. Meine Fresse, dieser Kampf dauert schon mal Ewigkeiten. Ihr hässlichen Scheißviecher. Die Kunst ist immer gleich zwei oder ein oder mehrere auf einmal auszuschalten, aber... Alter, jetzt stopp! Hey. Schon mehr 3, ey. Fickt euch doch! Aber das wird also, wenn wir nachher ein bisschen stärker sind, hauen wir die mit 3 Schlägen weg, also. Fick doch mal. Na klar. Aber es gibt nachher auch noch Variationen davon. Es gibt noch Eisschlamm, Feuerschlamm und sowas. Die dich dann anfackeln können oder in Schneemann verwandeln können. Das ist ja witzig. Ja. Wieso sag ich das? Ich kenne das Spiel doch. Ich hab's auch schon durchgespielt. Ah, ist auch schon weilchen her wieder. Bald 2 Jahre, oder? Ja. Ja, bald 2 Jahre. Oh. So. Truhe. Oh, entschuldige bitte. Da können Kondome drin sein für später. Oh, scheiße. Ich dachte gerade, bam, bam, bam. 3, 2, 1. Ah, ich habe Schaden bekommen. Aber wir haben es fast geschafft. Also, wir müssen nicht Angst haben, dass wir hier gleich verrecken. Wir haben es fast geschafft. Hätten wir einfach das Fluchtseil nehmen können, oder nicht? Dann kommst du mal da raus, wo du den Eingang genommen hast. Wir wären damit nicht ans Ziel gekommen, oder was meinst du? Ah, okay. Nee. Du kommst immer da raus, wo du den Dungeon betreten hast. Und ich habe ein Level erreicht und da trauen wir uns nochmal den letzten Schleim herauszufordern hier. So ein bisschen stärker muss man ja auch werden mit den Levelaufstiegen. Stimmt. Warte. Ohne zu spoilern, aber bald kommt unser erster Bosskampf gemeinsam. Freue ich mich schon drauf. Freue ich mich schon drauf. Oh ja. Heilkräuter. Ja. Dieser Boss trägt nämlich den Namen eines Users, den wir aus einem Forum kennen. Sehr witzig. Ah, der Boss. Okay, ich erinnere mich. Ah. Cool, wie ich es dir einfach sagen kann, ohne dass die anderen das wissen. Okay, wir müssen noch einen Schalter betätigen. Ja, du machst das schon. Ich bin bloß die Schlampe, die mit all den Typen, die ja irgendwie 10 Schritte hinterherläuft. Ja. So, erledigt. Die Schlampe aus dem Dorfteil von Köln. Nein, lauf nicht ohne mich. Fröhliche Musik! Musik. Ja, willkommen im Zwergendorf. Also ich würde sagen, wir gehen erstmal pennen und einkaufen. Ja, sehe ich genauso. Was haben wir denn so an Kohle gescheffelt? Wir müssen ja richtig Kohle gescheffelt haben jetzt. Nee, Lebenswasser. Ja, das stimmt, aber trotzdem, wir haben 1038. Ach du Scheiße. Ja. Aber wir müssen uns auch noch voll ausrüsten und... Hey! Alter, komm, ich will mit dir tanzen. Wir haben hier ständig kleinere Erdbeben. Da, schon wieder. Passiert. Ja, lass dich gegen Schild laufen, du Arsch. Eine Nacht kostet 15 Goldmünzen. Ja, brauchen wir. Ist,
es ist echt entspannt, dass ich die Frauen spreche, weil ich glaube, die haben da keine Zwerginnen gepixelt, oder? Nee. Ja. Also, außer einer, aber die übernehme ich ja. Obwohl, nee, ein Zwergin ist es ja nicht. Egal, genug gespoilert. Weiter geht's. Genug gespoilert, Zeit für gespeichert. Zeit für spannendes Einkaufen. Yay! Yay! Einkaufen mit einer Frau. Und dann gehen wir mal voll kulturmäßig ins Theater. Yeah! Fett. Ja, du machst das schon, ne? Jo. Warum haben die keine Sitzplätze? Ja. Steh gefälligst wie ein Mann. Oh, ja, ich stehe, mein Mann, bei dir auch so. So, jetzt erstmal hier schön billig. Bonbonschens. Eigentlich hat man... Geile Asterix-Mütze haben. Eigentlich hat... Eine geile Asterix-Mütze. Ja, ich gucke mal, ja. Ja, ja, ich guck wieder, das teuerste. Du kannst ein Stirnband haben. Kraftammer, du hast schon dieses Ding, oder? Weiß ich gar nicht, Bronzekette? Ich hab nicht mal ansatzweise eine Ahnung. Wir haben für dich irgendein Armband schon gekauft, guck mal eben nach. Warte. Nee, war schon richtig. Genau, Kleidung. Und zack. Und einmal runter. Und nochmal. Jo, sehr gut. Jetzt brauchen wir dir kein neues kaufen. Nö. Fick dich doch. Willst du drei Armbänder tragen, oder was? Nee, muss nicht sein. Ich kauf mir nur eins. Du hättest doch einfach mir das teure kaufen können und Asch. Das... Oh mal. Warte mal, 100... Bin ich bescheuert? Das hier ist doch viel besser. Ja. Ah. Deswegen... Was mach ich denn hier? Du lenkst mich schon mehr ab, merkst du? Jetzt bin ich schon wieder schuld. Okay. Alles klar. Weil wir so wenig Geld haben, müssen wir das ein bisschen umständlich machen und immer wechseln und dann... Ja, genau. Leg mal an. Leg mal. Zieh dich an. Ich mach jetzt extra langsam. Das will euch... Das will keiner sehen, wie du hier rumstrüppst. Umziehen. Oh. Voll stylisch. Gern geschehen. So, jetzt verkaufen wir deine vor Schweiß stinkenden Sachen gleich mal. Also, ganz ehrlich, du wärst ein 1A-Händler, finde ich. Warum? Ja, hier, ich kaufe mir das. Ach nein, ich kaufe mir das. Ja, ich kaufe mir das. Egal, denn das. Du meinst Kunde? Nein, Verkäufer. Okay. Im Großwarenladen. So, kaufen wir dir mal die Superweste? Ja, machen wir mal. Das ist sehr freundlich, finde ich. Ja, wir müssen uns jetzt langsam ausrüsten hier. So, ich habe eh was Besseres. hier ein kleines Hula-Hoop-Rockchen für dich, was aus irgendwelchen Gründen Schlachtrobe heißt. Voll geil übersetzt wieder. Und ein Eisenhelm für dich, denn der Sturmband stinkt auch schon. Ey, da kann ich richtig einen auf Gladiator machen, ey. Und... Nee, das Geldbeutel hätten wir erstmal. Hoffentlich sterben wir nicht mehr so schnell jetzt. Wer ist wir? Ah, siehst du, ich habe noch gar keine Schleifer, die hat er nicht. Egal. So, das ist für dich. Ja, ist ja alles nur für dich, was ich gerade gekauft habe. Siehst du mal diese ungewollte Autorität, die ich mittlerweile habe, dass ich die Höhle nicht ganz verschissen habe. Boah, leck mich an den Eiern. Boah. 3 zu 13, ja, das ist schon besser. Zack. Oh ja. Willst du die Kamera eben verticken? Ja, verticken wir eben noch, speichern noch eben, ohne zu schlafen und dann kann es weitergehen. Jo. Dann sind wir wieder gerüstet. Denn gleich müssen wir noch ein bisschen Geld bezahlen, denn Theater kostet ja was. Leider. Aber wir beide sind doch Studenten. Stimmt, wir kriegen Studentenrabatt. Ja! Endlich kann Andi das auch sagen. Ich kann endlich sagen, Studenten, ja, es ist so toll. Warum hab ich dich jetzt nochmal angequatscht? Tschüss. Ich wollte nur mit dem reden, hey! Dann halt nicht, gehen wir ins Theater. Die Frau, ganz ehrlich, typisches Bild, die Frau zieht ihn rum. Gut, gehen wir ins Theater. Jetzt komm schon ins Bett. Da habe ich jetzt nichts gegen. Ja, ja. Und speichern. Hey, ich will jetzt mit dem. Ich hab keine Freunde. Du darfst ja bald auch wieder sprechen. Mal gucken, was die so sagen. Irgendwo hier unter der Erde befindet sich der Lavatempel. Toll. Spoiler. Wir haben hier ständig kleine Erdbeben. Oh, schon wieder. Dialogvariation, Level 5000. Okay, fette Dialoge, jetzt gehen wir hier ins Theater. Oh yeah. I'm so gonna get late tonight. Ah, hier ist Berti, der Schmied. Berti! Sei gegrüßt. Das ist interessant. Ich wechsle meinen Akzent beim Reden. Kann ich mal dein Schwert sehen? Nein, du nicht! Ich bin Berti, der Schmied. Willst du ein neues Schwert? Der kann dein Schwert mit dem Schwertop aufbessern. Das wollen wir. Ja, klar. Okay, gib her. Oh.
Bing Bing, unsichtbarer Hammer, Bing Bing, in die Lava getaucht. Voll fette Animation. Erinnert mich einfach an die Schmiede von A Link to the Past. Siehst du, dein Schwert ist jetzt silbern, hat die Farbe gewechselt. Nice. Fertig, hier hast du ein neues Schwert. Es ist wunderschön. Aus welchem Metall ist dieses Schwert eigentlich? Es ist so edel. Huch, was passiert hier? Mein Hammer beginnt plötzlich zu glühen. Oh, ich habe meine Hose runtergelassen. Langsam geht mir ein Licht auf. Dein Schwert muss das Mana-Schwert sein. Oho. Und die Energie deines Schwertes ist auf meinen Hammer übergegangen. Ey, das ist ja voll Fusion hier. You don't say. Dann versuche ich jetzt eine Mana-Axt zu schmieden. Komm doch später wieder. Bei welch Zufall? Ja. Okay, jetzt kannst du Level 2 erreichen mit deinem Schwert. Auf geht's. Finde ich sehr, sehr gut. Aber jetzt gehen wir wirklich ins Theater. Falsche Tür. Aber ich würde sagen, was im Theater Tolles passiert, das zeigen wir im nächsten Part. Ist schon mehr so viel Zeit vergangen? Ja. Sicher? Ja. Sicher? Ja, willst du mich noch fragen? Nö! Mr. Anivanya, bist du sicher, dass du... Ach, lass mal. Ja, logge die Antwort ein. Kein Telefonjoker. Okay. Uff. Okay, dann darf Andi auch mal was sagen. Wir machen einen kurzen Cut hier. Freunde, wir sehen uns im nächsten Part wieder und währenddessen hau ich Chris noch ein bisschen auf die Mütze. Komm her!